Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Hunting Simulator 2 ist jetzt für die PlayStation 4 rausgekommen und kommt jetzt in wenigen Wochen für den PC. Vielen Dank nochmal an Big Ben Interactive für die Bereitstellung des Spiels. Und es wird auch ein Giveaway geben auf Instagram. Da könnt ihr auch nochmal eine PS4-Version bei mir gewinnen. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Schauen wir mal direkt rein. Ich spiele es jetzt, wie gesagt, auf der PS4. Und ja, machen wir hier männlich. Machen wir den Charakter wählen. Weiblich hätte man jetzt auswählen können, aber man kann da leider nichts weiter einstellen oder so. Also man kann jetzt nicht den Charakter noch anpassen. Schießen Sie nicht, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Tier treffen werden. Na, ich bin mal gespannt. Ja, wir sind bereit. Let's get started, shall we? Would you mind stepping out of your cabin and taking in that fresh scent of nature? So, dann gehen wir hier mal raus. Ich weiß gar nicht. Now let's get down to business. There should be some tracks nearby. Walk around a little, you should be able to find some. Okay. Ja, der Umweltsound ist ganz schön laut. Ich guck gerade mal, ob ich das hier nochmal. Umgebungsgeräusche mal ein bisschen runter machen hier. So, wo sollen wir jetzt hin? Sollen jetzt erstmal ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, ich gehe erstmal Richtung Auto, oder? Ja, so sieht das hier halt aus im Spiel. Ach, hier da hinten sollen wir hin. Warte, dann können wir auch schon sprinten, ne? Genau, sprinten wir. Da bin ich mal gespannt hier. Machen wir erstmal in Ruhe das Tutorial hier, ne? Oh, eine Fährte gefunden. Nice. Okay. Ja, das machen wir. Weißwedel. Okay. Okay. So we know it's a white tail. We don't have a license or a weapon for it yet. Would you mind marking this location on your map? Gehen wir zur Jagdhütte zurück. I'll get you the right license and weapon for when you get there. Okay. Drücken Sie, um auf die Karte zuzugreifen. Und dann hier einen Wegpunkt setzen, ne? Ja. Machen wir einen Wegpunkt. Ah, Markierung, warte. Nochmal. Mit X. Ah ja, Weißviertelhirsch, okay. Kann man da ranzoomen? Nee, ne? Kann man nicht ranzoomen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Haben wir jetzt markiert, ne? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Warte mal, markieren Sie auf der Karte. Haben wir doch gemacht. Weiß mal, die. Haben wir eigentlich jetzt markiert? Weißwedelhirsch auswählen. Ah ja, okay. So, dann wieder zurück zur Hütte. Da bin ich mal gespannt. Mal gespannt, wie sich das Tier dann so bewegt. Oha. Da haben wir schon mal dicke Waffe. Okay, was haben wir für eine Überraschung? Oh, lol, ein Hund. Geil. Ah, ein Beagle, nice. Ja, machen wir. Warte, hier. So kurz mal eingeben. Nice. Schöner Hund hier. Okay. So let's get back to those tracks. Check your map to find the marker you placed. Ja, müssen wir das jetzt? Wir wissen auch, wo das ist. Oh Gott, so können wir zielen, okay. Okay. Mit R2 ist dann schießen. Mit L2 ist zielen. Wenn wir jetzt in die Hocke gehen, können wir hier in die Hocke? Wir können auch in die Hocke, ne? Ist ein bisschen ruhiger dann, ne? Kann man auch reinzoomen. There we go. Dog found the track. Good job. And you should praise them for doing a good job. Das machen wir doch. Increase their drive and make them more obedient. Machen wir. Warte. Hund. Top. Top. Top, ne? Top. Now that you have your dog, you can instruct them to follow a trail from this track.
Ja, soll er mal folgen hier. They'll go to the next track and wait for your next instructions. Give it a try. Finde, ne? Verfolge, verfolge. Okay, let's keep following this trail. Ja, jetzt gehen wir dem Hund hinterher hier, ne? Ja, das ist geil gemacht. Das wäre halt noch cool, wenn das bei The Hunter auch mit drin ist. Ne? Also das wäre echt nice hier. Oh, hier haben wir schon die nächste Spur. Weißwedelhirsch, Urinmatt. Also das mit dem Hund, das ist wirklich cool, ne? Jetzt müssen wir... Die Spur hat er schon, ne? Wo ist der Hund jetzt? Alter, der Hund ist schon so weit. Ich denke mal, man kann sich später in die anderen Hunde, weil es gibt ja noch mehr Hunde. Kann man sich bestimmt dann später auch noch zulegen, die anderen Hunde. Ich denke mal, die schaltet man dann im Spiel bestimmt frei. Alles cool mit dem Beagle hier, das ist geil. Das ist geil gemacht. Sieht auch schön animiert aus, ne? Also, wie der Hund sich bewegt und so. Da ist auch schön schnell. Da vorne ist ein Hochstand. Da kommen wir vielleicht gleich mal rauf, würde ich sagen. Vielleicht können wir von da aus. Aber wir haben keinen Caller jetzt oder sowas, ne? Da ein Jagdsitz, genau. Oh, den gucken wir uns an. Den gucken wir uns an. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Caller haben. Ob wir hier die Weißwedelhirsche. Vielleicht mit so einem Blockruf. Aber ich guck mir mal. Ich guck mir mal das. Der Hund geht jetzt hier weiter. Aber ich gehe mal zu der Hütte, oder? Gehen Sie zum Jagdsitz. Okay. Mal los. Now all you have to do is climb into it. Betreten. Und der Hund ist noch da unten. Okay. Okay, jetzt müssen wir warten. But it gives you a nice vantage point, makes you less noticeable. Ist das da vorne? Da ist nichts hin. Okay. Let's wait a bit more. My instinct is telling me something good is about. Also ich kann jetzt gerade nicht zielen hier. Lol. Das ist ein Männchen. Ja, ich würde mich am liebsten ja nochmal hinhocken. Kann man nicht ein bisschen zoomen? Wait for it. Ich würde hier noch ein bisschen zoomen wollen. Ja, da muss er eigentlich stehen bleiben. Ich weiß auch nicht, wie man jetzt... Wie hält man hier Luft an? Warte mal. Mal kurz gucken. Wie hält man hier nochmal die Luft an? Warte. Steuerungsbelegung. Zielen, schießen, hocken, hinlegen. Gibt es hier kein Luftanhalten? Ne, Luftanhalten gibt es hier gar nicht, ne? Hocken, hinlegen. Doch, hier Luftanhalten. L3. Okay. Warte, warte. Ah, nein. Den haben wir verkackt. Haben wir nochmal die Chance, okay. Den haben wir erwischt. Jetzt müssen wir die Blutfährte, die Blutspur finden. Ja, also, wo ist der Hund jetzt? Kommt der Hund mit? Komm mit. Warte. Ah, folgen, finde, ne, finde, erfinde, aber finde. Ja, der kommt schon, ne? Ja, man kann hier, glaube ich, gar nicht zoomen, ne? Kann man hier ein bisschen rein rauszoomen? Nee, ne? Das ist die Karte. Guck halt mal die Tasten durch. Ne, es ist wieder der Hund. Das andere schießen. Jetzt lädt er nach. Was gibt's hier noch für eine Funktion? Ne. Also Zoom kann man sich nur hinhocken, aber Zoom kann man gar nicht. Okay. Dann nehmen wir mal die Blutspur auf hier. There should be a blood trail where you shot it. Okay. Good look at that blood.
Ich sehe gar kein Blut. Seht ihr hier irgendwo Blut? Sollen wir hier dem Hund verfolgen? Aber ich sehe hier gar kein Blut, ne? Also Blut sehe ich jetzt hier nicht. Ist hier irgendwo Blut? Hier ist ein bisschen. Ah ja, hier ist Blut, okay. Blut, klar. Okay, klares Blut, okay. Jetzt haben wir hier die Blutspur. Gucken, ob der sich jetzt irgendwo abgelegt hat. Ah, hier sieht man auch ein bisschen Blut, ja. Ah, hier sieht man es, ja. Gut, klar. Ja, das ist natürlich gut, dass der Hund das jetzt, ne? Der Hund da so ein bisschen die Arbeit macht. Hier ist auch nochmal Blut. Aber wird immer mehr, das Blut hier. Okay, hier haben wir den. Okay. Hier liegt er. Der Weißwedelhirsch. Packen. Männlich, jung, Europa. Entfernung 98 Meter, Fußabdruck. Gewicht sehen wir alles noch nicht. Okay. Okay, drücken Sie auf die Karte. Ja, okay, da ist hier jetzt der Hochsitz. Da ist der Wegpunkt hier, die Jagdhütte. Können wir da jetzt direkt hin? Ne, ne? Drücken Sie auf die Karte. So, dann gehen wir nochmal rauf. Jagdhütte. Habe ich drauf gedrückt? Ja, das ist der Weißwedelhirsch. Ja. Kann ich jetzt nicht raufdrücken. Wegpunkt setzen könnte ich machen. Naja. So, ja, gehen wir jetzt wieder zurück, oder was? Ich glaube, Schnellreise geht hier nicht. Warte mal, wir müssen ihn noch loben hier. Können wir gar nicht. Hätten wir gleich machen müssen. Ja, der kommt eh mit, ne? Ja, irgendwie haut das hier nicht hin, ne? Bin noch hier auf der Karte. Können wir das hier nicht löschen, den Weißwedelhirsch? Irgendwie entfernen. Aber ich kann hier die Hütte... Das ist wieder ein Weißwedelhirsch hier. Ja, ist Quatsch. Jagdhütte. Wegpunkt setzen. Ja, also das haut hier irgendwie noch nicht richtig hin. Ich glaube, ich gehe einfach zurück zur Hütte jetzt, komm. Wir gehen zurück zur Hütte. Kehren Sie zur Hütte zurück. Ah, jetzt die Ausdauer vorbei, okay. Nun ist die Ausdauer alle. Jetzt die Ausdauer, glaube ich, gleich wieder vorbei. Oh, sag mal. Lol. Hat sie angehört wie ein Bär, oder? Ach, ein Elch. Okay. Okay. Ja, gehen wir zurück zur Hütte, ne? Da war ein Elch. Ja gut, da muss man jetzt natürlich sich erstmal die Lizenzen freispielen. Okay. Nur ein Credits haben, oder? Müssen wir jetzt hier irgendwas Menü? Tiere beanspruchen. Ach, hier steht es jetzt. Bewertung 82, Credits 403.
Gewicht 30, ja, verkaufen wir, ne? Good job. You did great today. I think you're ready for your first solo hunt. I know you can do it. Just believe in yourself and be patient. Okay. Let's go back to your lodge. Kehren ins Jagdhaus zurück. Oh, wo sind wir jetzt? Oha, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier in der Trophy Lodge hier dort. Welcome to the hunting lodge. Ah, geil. You can set up for your hunts and purchase any gear or companions you may need for them. Okay. Head over to the computer to access the store and claim your permanent license. Okay. Das sieht doch schon mal ganz angenehm aus hier. Das sieht schon mal ganz angenehm aus. Mal gucken, wo sollen wir jetzt hier machen? Gucken, hier ist der Tisch, da ist der PC. Ich denke mal, wir sollen zum PC, ne? Aber schick aussehen tut das ja hier, ne? Lizenzen. Beenden könnte man jetzt kaufen. 5400, aber wollen wir alle Lizenzen kaufen? Durchgestrichen, ach, die sind kostenlos. Kann man sich die jetzt holen, oder was? Wenn die kostenlos sind, oh, dann kaufen wir die mal. Kriegen wir auch sogar Waffen dazu. Ah, jetzt kostet das wieder. Ah, okay. Gans, Kaninchen, Hase, Rotfuchs, Truthahn. Muss man alles verkaufen, ne? Schaflizenz, Kojote, Maultierhirsch, Weißwedelhirsch, Wildschwein, Wapiti, Elch, Grizzlybär, Schwarzbär, Puma und das war's, okay. Und dann gibt's ja noch die anderen Karten. Fasan, Kaninchen, ist auch wieder Gabelbock. Hier gibt's noch ein paar andere Tiere. Maultierhirsch, Bison. Das gibt's hier auf der dritten Karte in Europa. Das ist jetzt Texas, Colorado und Europa. Ente, Fasan ist auch alles gleich. Reh, Dammhirsch, Wolf, Sikahirsch, Rothirsch, Braunbär, Elch, okay. Ja, gut. Gucken wir uns mal kurz die Waffen an, was es hier noch für Waffen gibt. Ja, dann würde ich erstmal sagen, lassen wir das erstmal jetzt hier bei der ersten Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wo wir denn überhaupt hinwollen, ne? Weil wir müssen ja gucken, hier Begleiter, das gucken wir uns auch nochmal an. Ah ja, guck mal, hier gibt es einen goldenen Labrador. Schwarzen Labrador, brauner Labrador, Beagle, den Beagle haben wir auch, der reicht ja erstmal. Und Deutsch Kurzhaar, okay. Labrador ist schon geil, aber so ein Golden Retriever ist natürlich auch geil. Guck mal, es gibt ja hier noch Kleidung, das sind die Hüte hier, okay. Hemden, okay. Handschuhe. Gegenstände. Fernglas. Entfernungsmesser. Windprüfer. Hirschlocker. Großneutralisierer, okay. Ja, gut, alles klar. Dann lassen wir es erstmal bei der Folge und dann bis zur nächsten Folge, euer in der Worte Frank und checkt das Gewinnspiel aus, wenn ihr das für die PS4 gewinnen wollt, das Spiel auf Instagram. Vielen Dank, tschüss.